Für die Devisenbörse begrüße ich heute Christian Appelt von der Helaba. Herr Appelt, guten Tag nach Frankfurt. Der Euro hat sich lange gehalten zwischen 1,33 und 1,34. Heute geht es dann doch in die Knie. 1,33 können wir nicht halten. Wo liegen die Gründe? Ja, ganz einfach ist es natürlich nicht immer zu erklären am Devisenmarkt. Wir hatten zum Teil Daten aus der Eurozone, aus Deutschland, die etwas schwächer waren. Arbeitsmarkt war schwächer, Inflation war niedriger. Das ist eher belastend für den Euro. Auf der anderen Seite hatten wir auch positive Daten aus Italien und Frankreich, Stimmungsindikatoren für die Wirtschaft, die eher also besser ausgefallen sind, wir eher stützen für den Euro. Wir hatten allerdings auch jenseits Europas gewisse Effekte. So haben sich einige Länder aus den Schwellenländerwährungen, die zum Teil stark unter Druck waren, wie die indische Rupie, deutlich erholt. Diese Entspannung bei den Schwellenländern ist eigentlich klassisch sogar eher negativ für den Dollar. Im Moment ist es ein bisschen andersrum. Im Moment ist eher der Euro so ein bisschen der sichere Anlagehafen am Devisenmarkt. Von daher hat der ein bisschen gelitten. Und ja, aber in dem Sinn, noch ist nichts Dramatisches passiert beim Euro. Wir hatten ja gerade den Chart gesehen, dass Euro-Dollar hier munter hin und her pendelt. Ja, fast kann man da die Uhr danach stellen oder das Depot. Das heißt, wir werden noch weiter runtergehen, möglicherweise auch unter 1,30. Ja, also wahrscheinlich nicht in der kurzen Frist, aber ich denke in diesem Jahr wahrscheinlich schon noch. Wir haben zum einen, wir hatten jetzt relativ viele positive Daten aus der Eurozone, die den Euro entsprechend getrieben haben. Im Trend wird es wahrscheinlich positiver werden in der Eurozone, aber es wird auch mal wieder schlechtere Daten geben. Es könnte auch noch politische Probleme geben. Bundestagswahlen in Deutschland sind auch noch ein Verunsicherungsfaktor. Und dann haben wir natürlich noch den Faktor aus den USA. Die US-Notenbank wird aller Voraussicht nach jetzt im Herbst das Kaufprogramm herunterfahren. Das müsste eigentlich den Dollar stärken. Also von daher pendelt sich das doch eher in den nächsten Wochen, Monaten zu Ungunsten des Euro-Dollars ein. Und ich denke, wenn die 1,32 als wichtige Unterstützung erstmal gebrochen sind, dann sind auch irgendwann die 1,30, die anvisiert werden. Und dann gehen wir auch nochmal da drunter. Also von daher eher Dollar positiver für den Rest des Jahres. Die Engländer haben jetzt auch ihre Aussage à la Mario Draghi, der damals sich sehr stark geäußert hatte für den Euro. Und der neue Notenbankchef der Engländer, Mark Carney, hat klargemacht, die Geldpolitik bei Bedarf noch einmal zu lockern. Also hier dem Pfund unter die Arme zu greifen. Wie reagiert man? Ja, ich meine, der neue britische Notenbankchef hat so ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem. Denn immer wenn er sagt, dass die Geldpolitik sehr expansiv bleibt, entsprechend die Zinsen niedrig bleiben oder nochmal sogar gesenkt werden, irgendwie so, dann reagiert der Markt ein bisschen anders. Die Zinsen am Markt steigen wieder. Das Pfund regiert entsprechend auch etwas fester, was jetzt auch nicht politisch unbedingt gewollt ist. Also von daher hat er ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem, denn in der Tat läuft die britische Wirtschaft aktuell relativ gut oder fast schon robust, muss man sagen, nachdem sie die letzten Jahre nur dahin dümpelte. Also von daher, kleines Glaubwürdigkeitsproblem. Auf der anderen Seite wird natürlich die Bank of England letztendlich die Zinsen erstmal noch niedrig halten, sodass ich beim Euro-Pfund-Kurs jetzt in den nächsten Monaten keine großen Schwankungen sehe, sondern um das aktuelle Niveau 0,85, 0,86, wo wir derzeit notieren. Das wird wahrscheinlich anhalten, aber mittelfristig oder längerfristig sehe ich dann doch eher ein bisschen Chancen für das britische Pfund. Momentan allerdings so die Paare-Situation, da tut sich relativ wenig. Tut sich mehr bei den Schweden, da hatten wir die Woche schon ein paar Mal auf die schwedische Krone geguckt. Da gab es das Verbrauchervertrauen deutlich gestiegen, heute dann die Einzelhandelsumsätze. Wie hat sich hier die schwedische Krone bewegt? Ja, die Einzelhandelsumsätze haben im Gegensatz zu dem Verbrauchervertrauen eher enttäuscht, deshalb die schwedische Krone heute relativ schwach. Aber insgesamt, da sehen wir gerade gegenüber dem Euro auch eher so ein bisschen Seitwärtsbewegung um 8,70. Andere Ergebnisse, also andere Konjunkturzahlen wie das Verbrauchervertrauen und auch das Industrievertrauen dagegen waren deutlich besser. Und insgesamt bewegt sich das eher alles wieder nach oben in Schweden. Also das Wachstum beschleunigt sich, was dann letztendlich auch positiv ist für die schwedische Krone. Und das Thema Zinssenkung in Schweden dürfte ein wenig aus dem Markt verschwinden und dann vielleicht mit Blick aufs nächste Jahr sogar das Thema Zinserhöhung kommen. Und dann dürfte die schwedische Krone noch einen stärkeren Schub kriegen. Also vielleicht erstmal noch seitwärts, aber dann gegen Ende des Jahres mit Blick aufs nächste Jahr dann doch eher positive Chancen für die schwedische Krone. Positive Chancen in Schweden für die Krone. Wenn wir auf die andere Seite der Weltkugel gehen, nach Neuseeland. Hier hat der Dollar in den letzten Tagen doch recht kräftig verloren. Das war auch eine ziemliche Überraschung. Wie geht's weiter mit dem Kiwi, mit dem Kiwi-Dollar? Ja, Neuseeland hat so ein bisschen auch unter dem Problem von manchen Schwellenländern gelitten. Es ist ja in dem Sinne Industrieland, aber auf der anderen Seite hat das Land ähnlich wie so manche dieser im Moment kriselnden Schwellenländer ein relativ hohes Leistungsbilanzdefizit, ist daher angewiesen auf ausländisches Kapital und das fließt aktuell nicht mehr ganz so
ja, so häufig wie noch vor einigen Monaten. Von daher hat auch der Neuseeland-Dollar in dem Sinn gelitten. Auch ein paar Daten aus Neuseeland waren jetzt etwas schwächer. Auf der anderen Seite, insgesamt sieht die Lage in Neuseeland doch relativ solide, robust aus. Und wahrscheinlich wird sogar die neuseeländische Zentralbank die sein, die unter den führenden Währungen die erste sein wird, die den Zinsen erhöhen wird. Also von daher würde ich mittelfristig doch eher sehr positiv auf die Neuseeland-Dollar gucken, auch insbesondere gegenüber dem Euro. Also von daher denke ich, sind diese Schwäche, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, wahrscheinlich eher Kaufgelegenheiten. Also ein paar Tage mit schwächeren Kursen macht doch links keine Krise in Neuseeland. Ganz im Gegenteil, wir sehen Kaufkurse. Christian Apelt von der Helaba, vielen Dank. Gerne.